hat nur Geburtstag von dem Norden, ne? Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Im Namen des Männerchors 1872 Birlinghofen e.V. darf ich Sie sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir freuen uns, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Protagonisten der heutigen Veranstaltung, Herrn Michael Schäfer. Den wir hier und heute für seine 50-jährige Tätigkeit als erster Vorsitzender unseres Chores ehren möchten. Dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat es unseres Wissens nach in der Bundesrepublik Deutschland und vielleicht sogar weltweit noch nicht gegeben und dürfte einen kräftigen Applaus werfen. Neben Michael Schäfer begrüße ich Annelie Fellen, Familie Schäfer und Rübben sowie alle Verwandten, Freunde und Gönner. Des Weiteren begrüße ich unsere Vizelandrätin Frau Kunert. Dann habe ich noch Herrn Schäfer gesehen vom Maindorf. Herzlich willkommen. Den Kulturamtsleiter der Stadt St. Augustin, Herrn Thorsten Ehlert. Die Ortsvorsteherin von Birlinghofen, Frau Borowski. Die Vertreter des Chorverbandes Rhein-Sieg e.V., Herrn Göbel und
Herrn Bechtel. Unseren ehemaligen Chorleiter Herrn Edgar Brenner. Und vom Bürgerverein Birlinghofen Herrn Dr. Wolfgang Zorner. Die Nachbarvereine sind auch da. Vom MGV Lebenslust Niederpleis Herrn Dröllmann. Vom Frauenchor Troisdorf 1948 e.V. Furore, Frau Sibylle Wiesen-Schulz. Auch alle Vertreter der Presse seien herzlich begrüßt. Meine Damen und Herren, falls ich eine wichtige Person vergessen haben sollte, bitte ich Sie, mir das zu verzeihen, aber alle Personen, die hier im Raum sind, sind wichtig für uns, denn sonst wären Sie ja heute nicht hier. Der Chor wird nun zwei Lieder vortragen. Als erstes Abendfrieden und danach der irische Segenswort. Thank you.
Das war am Ende vom Jahr 1955. Da haben sie mir die Kiste mit Öl gelegt. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Originalzitat von Herrn Michael Schliefer. Ins Hochdeutsche übersetzt lautet es: Es war Ende 1959, da haben sie mir die Kiste vor die Tür gelegt. Mit diesem Ausspruch ist im Prinzip schon alles gesagt. Und wir können eigentlich alle möglichen Teile übergehen. Doch das wäre einfach, wirklich einfach zu einfach und würde dem Anlass unseres heutigen Erscheinens nicht gerecht werden. Die KISS, gemeint ist eine kleine Holzkiste, worin die Verantwortlichen für den Chor alle wichtigen Unterlagen gesammelt haben. Der damalige Geschäftsführer hatte, es konnte nie geklärt werden, warum, ganz unverhofft sein Amt niedergelegt. So wurde Michael Schliefer quasi gezwungen, das Amt des Geschäftsführers zu übernehmen. Der damalige erste Vorsitzende, Josef Eich, genannt Eichsjupp, traf damit eine gezielte Entscheidung. Wusste er doch ganz genau, wem er die Kiste anvertraute. Und die Aufforderung war klar. Der Hesse, die Kiste, jetzt mache ich los. Und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, Michael Schliefer hat etwas daraus gemacht. Michael Schliefer wurde im Dezember auf unserer Nikolausfeier schon einmal geehrt. Und zwar für seine 70-jährige aktive Sängertätigkeit. Er ist ein echter UB, das heißt Ur-Berlinhofer, und ist seit Mai 1947 aktives Chormitglied. Wissen Sie übrigens, auf welche Art und Weise man vor 70 Jahren Sänger im Berlinhofener Chor wurde? Bohnen, Schwarze und Weiße, entschieden darüber, ob jemand in den Chor aufgenommen wurde oder nicht. Heutzutage undenkbar, sind wir doch froh über jeden Sänger, der zu uns stößt. Doch zurück zu den Bohnen. Die weißen Bohnen bedeuteten Zustimmung und die schwarzen Bohnen Ablehnung. Bei Michel waren es natürlich nur weiße Bohnen. Seit diesem Zeitpunkt ist er die Stütze im ersten Tenor. Bevor er am 26. Januar 1968 zum ersten Vorsitzenden des Chors gewählt wurde, war er, wie schon erwähnt, seit dem Jahre 1960 als Geschäftsführer tätig und hat während dieser Zeit 4 Vorsitzende verschlissen. Mit der Zeit war ihm dann nicht mehr egal, wer unter ihm Vorsitzender war, und deshalb übernahm er das Amt dann selbst. Unter der Führung von Michael Schliefer hatte der Chor folgende Chorleiter: Willi Wessel, der über 40 Jahre den Chor leitet. Dieter Friedrich war sein Nachfolger in den Jahren 1969 bis 1991 und brachte es immerhin auf 22 Jahre. Danach kam Werner Rondorf von 1991 bis 1995. Der aus beruflichen Gründen die Chorleitung niederlegen musste. Ihm folgte Edgar Brenner, den wir sofort, gestatten Sie mir dieses Bild, in eiskaltes Wasser geworfen haben. Galt es auch, das geplante Weihnachtskonzert in der Rotunde auf dem Petersberg zu stemmen. Mehr dazu an anderer Stelle. Edgar Brenner war von 1995 bis 2003 der musikalische Leiter unseres Chores. Seit Mai 2003 bis zu dem heutigen Tag liegt die musikalische Verantwortung in den Händen von Wolfram Kastorf, den Sie ja bereits in Aktion erlebt haben und den Sie nachher noch erleben können. 50 Jahre sind immer ein willkommener Anlass, zurückzuschauen. Es gibt sicherlich eine ganze Menge, worüber man berichten könnte, was sich alles in der Zeit unter Führung von Michael Schliefer so ereignet hat. Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick auf einige sogenannte Highlights.
Gleich im zweiten Jahr seiner Amtszeit als Vorsitzender kam im Sommer 1969 auf Michael Schiefer die Aufgabe zu, das 95. Stiftungsfest auszurichten. Im Frühjahr hatte Dieter Friedrich vom bisherigen Chorleiter Willi Wessel die musikalische Leitung des Chores übernommen. Michael Schiefer machte damals den Vorschlag, dem gefolgt wurde, den bisherigen Chorleiter Willi Wessel zum Ehrenchorleiter zu ernennen. 1971 war das Jahr, in dem alte Zöpfe abgeschnitten wurden. Der Sängerbund empfahl Namen wie Eintracht, Frohsinn, Lebenslust, Gemütlichkeit und wie sie alle heißen, fallen zu lassen. Gemeinsam mit allen Vorstandskollegen wurde eine Namensänderung vorgeschlagen. Aus dem Männergesangverein Eintracht wurde der Männerchor 1872 Berlinghofen e.V. 1972 stand der 100. Geburtstag des Chores an. Das sollte gebührend gefeiert werden. Michael Schiefer verfolgte seine Idee und setzte sich schließlich durch. In einem über 800 Personen fassenden Festzelt am Bahnhof in Berlinghofen wurde dieser Geburtstag gefeiert. 18 Gastchöre kamen zu Besuch. Dass ein solches Fest ein riesiger Kraftakt war, können Sie sich vorstellen. Michel hat sich damals extra 3 Wochen Urlaub dafür genommen. Aber der Kraftakt hat sich gelohnt und dem Chor für die darauffolgenden Jahre viel Auftritt gegeben. Wir befinden uns im Jahr 1973. Das Bestreben des Vorsitzenden ging dahin, dem Chor eine Aufgabe zu geben und nicht nur zu irgendwelchen Sängerfesten zu fahren. Die Idee eines Schlosskonzertes wurde umgesetzt, sodass im Jahr 1973 unser erstes Schlosskonzert stattfand, welches, ich muss es, glaube ich, nicht besonders betonen, sehr viel Resonanz hatte. Schlosskonzerte sind Bestandteil des kulturellen Lebens in unserer Stadt geworden. Und wegen des großen Zuschauerzuspruchs werden jährlich 2 gleiche Konzerte an 2 aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. Viele Solisten und Chöre waren Mitwirkende bei den Schlosskonzerten des Männerchors, wobei die Verpflichtungen in der Vergangenheit oft darauf zurückgingen, dass Michael Schiefer sich diese bei Konzerten auch anderer Chöre angehörte und dann auf ein Mitwirken bei den Schlosskonzerten des Männerchors meist erfolgreich angesprochen hat. Nach dem Schlosskonzert startete der Chor auf große Sängerfahrt nach Reichersbeuer bei Bad Tölz, über die man heute noch gerne spricht. Im gleichen Jahr wurde dem Chor in Hattingen an der Ruhr durch den damaligen Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Jürgen Jürgensohn, die Zelterplakette überreicht. Am 11.11. nahm der Chor auch erstmals an einem Leistungssingen des Deutschen Sängerbundes in Detmate teil und erreichte auf Anhieb die erste Stufe. Einem Zufall ist es zu verdanken, dass Michael Schiefer zu einem Schwarzwald-Liebhaber geworden ist. Eine Chorfahrt in den Schwarzwald lag also auf der Hand. Ursprünglich sollte Sasbach-Wallen das Ziel sein. Jedoch gab es mit den dortigen Sammelsfreunden Terminschwierigkeiten und Michael Schiefer wurde an den Vorsitzenden des Chors in Seebach verwiesen. Dort waren wir 1974 und man sprach vom Schwarzwälder Gemüt und rheinischen Temperament. Im darauffolgenden Jahr war der Chor im Schwarzwald untreu, denn 1975 ging es nach Eberbach in den Odenwald. Die Presse berichtete von einem Männerchor, der sich bei dem Gastkonzert im großen Kurhaussaal von den landläufigen Vorstellungen über einen in An- und Abführung Gesangverein stark abhob. Aber 1976 fuhren wir wieder zu einer 3-tägigen Konzertreise in den Schwarzwald nach Ottenhöfen. Diese Reisen müssen Erwähnung finden, weil Michael Schiefer immer den Kontakt gepflegt hat über viele Jahre hinaus. Im gleichen Jahr, und zwar am 20. Juni 1976, wurde in Berlinghofen der Brunnen in der Parkanlage eingeweiht.
für den der Chor 2500 D-Mark der Gemeinde St. Augustin zur Errichtung eines Springbrunnens zur Verfügung stellte. Die Vorgeschichte, die es zur Errichtung der Parkanlage und zum Brunnen kam, hat letztlich kommunalpolitischen Bezug. Daraus resultiert aber im Ergebnis das Brunnenfest, welches der Chor bis im letzten Jahr jährlich in der Parkanlage veranstaltet hat. 1977 fand der erste Karnevalszug in Wörlinghofen statt, veranstaltet von unserem Männerchor. Als treibende Kraft ist hier natürlich Josef Steinhauer zu nennen. Aber Michael Schliefer war auch mit seiner Initiative an dieser Dorfveranstaltung maßgeblich mit beteiligt. Interessant ist sicherlich, dass im Jahr 1977 unser Durchschnittsalter von 43 Jahren betrug und bei 14 öffentlichen Auftritten 80 Lieder vorgetragen wurden. 1978 bleibt uns die von Michael Schliefer vorgeschlagene Sängerfahrt nach Rotenburg auf der Taube in Erinnerung, mit der auch eine Besichtigung des Tillmann-Riemenschneider-Altars in der Kirche in Sprendlingen und ein Abendkonzert auf den Stufen des weltbekannten Rathauses verbunden war. In der Folgezeit fanden in schöner Regelmäßigkeit die Sängerfahrten, Karnevalsumzüge und Schlosskonzerte statt. 1988 wollte man eigentlich das langjährige Vereinsmitglied Johann Hovenbitzer anlässlich seiner Goldhochzeit im bayerischen Land Tölz besuchen, um ihm und seiner Frau ein Ständchen zu bringen. Da aber zur selben Zeit der erste Mann der Bundesrepublik, Bundespräsident Richard von Weizsäcker, dort seinen Urlaub verbrachte, hatte man vorsorglich ein kleines Repertoire einstudiert, um es in Form eines musikalischen Grußes zu präsentieren. Die Überraschung gelang und die Sänger wurden nicht nur sehr herzlich empfangen, sondern auch zu einem kleinen Umdruck eingeladen und mit viel Lob und Dank bedacht. Bei dieser Gelegenheit danke Michael Schliefer, dem Bundespräsidenten, auch dafür das Bundeskreuz, das ihm am 23.08.1988 durch den Landrat Dr. Franz Möller verliehen wurde. Am Ende des kleinen Umdrucks meinte Michael: "Der Schnaps ist ein Eierfisch, das hatten wir auch noch nicht." 1993 wurde Michael Schliefer für 25 Jahre Vorsitzendentätigkeit im Jugendheim am Sportplatz geehrt und erhielt die Engelbert-Hungerling-Plakette in Silber des Sängerkreises Rhein-Sieg e.V. überreicht. 1995 wurde der langjährige Weggefährte von Michael Schliefer im Vorstand Josef Steinhauer geehrt, und zwar anlässlich seines 22-jährigen Jubiläums als Cheforganisator des Wörlinghofener Karnevalszuges. Im gleichen Jahr veranstaltete der Chor zusammen mit dem MGV Gemütlichkeit Rauschendorf mit großem Erfolg ein festliches Weihnachtskonzert in der Rotunde auf dem Petersberg. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich eingangs vom kalten Wasser gesprochen habe, in das der neue Chorleiter Edgar Brenner im Hinblick auf dieses Vorhaben springen musste. Mit von der Partie war eine der vielen Solisten, die wir in all den Jahren bei uns zu Gast hatten, und zwar der junge Tenor Carsten Süß, der nicht viel später von der Semperoper in Dresden verpflichtet wurde. Die Idee zu einem festlichen Konzert in der Rotunde kam Michael Schliefer, als er den Leiter des Hotels Petersberg 1996 ist uns in Erinnerung geblieben im Gedenken an Hans Berti, unserem ehemaligen Vereinsmitglied und Komponisten. Die Uraufführung bei unserem Schlosskonzert ist unvergessen. Er vertonte Verse von Wilhelm Busch und die Lieder eines Lumpen klingen uns heute noch im Ohr. 1997 feierte der Chor sein 125-jähriges Bestehen. Michael schrieb damals in seinem Grußwort im 144 Seiten starken Festbuch, welches er zusammen mit seinen Vorstandskollegen zusammengestellt hat: "Was ist das für eine große Freude, einem solchen Verein vorstellen zu dürfen, ihn mitlenken zu können und ihn mitzuformen, und das schon fast 30 Jahre. Es gab wahrlich allen Grund zum Feiern. Aus Anlass des Chorjubiläums und auf Initiative von Michael Schliefer
wurde die Vereinsfahne neu restauriert, die die Aufschrift Eintracht, Gemütlichkeit und Fleiß ziert den Jüngling und den Greis trägt. Der Chor präsentierte sich bei seinen zwei Jubiläumskonzerten am 30. und 31. Mai in Schloss Berlinghofen und beging das Jubiläum im Rahmen einer Sängermatinee am 1. Juni 1997 im Schloss mit den Chören aus Rauschendorf, Hallberg und Wuppertal, die zu dem Zeitpunkt alle von Edgar Brenner geleitet wurden. Am 13. September 1997 folgte noch ein festliches Jubiläumskonzert mit dem Königlichen Männerquartett Eupen aus Belgien, zu dem Michael Schliefer im Rahmen seines beruflichen Wirkens Kontakt geknüpft hatte. Wie das im Leben so geht, man sitzt in der Mittagspause beim Essen zusammen, stellt fest, dass sein Gegenüber Mitglied in einem Chor ist. Aber dann bedarf es natürlich noch des absoluten Willens, mit diesem Chor Kontakt zu suchen und der Beharrlichkeit, nach fast zwei Jahren endlich diesen Kontakt zu bekommen. Die Auftritte des Königlichen Männerquartetts Eupen waren sowohl bei unserem Schlosskonzert wie auch dem Weihnachtskonzert in der Klosterkirche immer etwas ganz Besonderes. 1999 bedarf der Erwähnung, aufgrund der guten Kontakte von Michael Schliefer zur Firma Hennecke, ergab sich die Möglichkeit, zusammen mit den Bayer Philharmonikern ein festliches Benefizkonzert zu veranstalten. Der Erlös dieses Konzertes, welches in der Klosterkirche der Steiner Missionare stattfand, wurde der Johanniter Kinderklinik in St. Augustin zur Verfügung gestellt. Dass dieses Konzert mit einem großen philharmonischen Orchester ein besonderes Erlebnis war, muss ich wohl nicht näher erläutern. Aber mit diesem festlichen Benefizkonzert war der Grundstein für eine weitere Aufgabe des Chors gelegt. Die Weihnachtskonzerte in der Klosterkirche gehörten fortan zu den festen Konzerten des Männerchors. 2002 stand im Zeichen des 130-jährigen Bestehens und wurde mit dem 35. und 36. Schlosskonzert gefeiert. Als herausragendes Ereignis ist jedoch die Schlüsselübergabe für das Haus Lauterbach von Herrn Bürgermeister Klaus Schumacher an Michael Schliefer festzuhalten. Insbesondere auch von Michael Schliefer ist in dieses für den Ort so wichtige Anliegen viel Herzblut hineingeflossen. Wir waren dankbar, dass wir damals im Haus Lauterbach, dessen Verwaltung der Männerchor übernommen hatte, sein 40-jähriges Vorsitzendenjubiläum feiern konnten. Im Jahre 2013 hat der Männerchor das Haus Lauterbach, sein Vereinsheim, mit Unterstützung der Stadt und allen Berlinghofenerinnen und Berlinghofenern erworben. Es hat sich zum Wohl für den kleinsten Ortsteil St. Augustins entwickelt, dass der Männerchor dieses Haus für alle als Bürgerhaus verfügbar hält. Ich möchte noch das herausragende Ereignis des Weihnachtskonzertes im Jahr 2003 erwähnen, welches wir wieder zusammen mit unseren Freunden aus Belgien, dem Königlichen Männerquartett Eupen, in der Klosterkirche veranstaltet haben. Nur der guten Vollständigkeit halber soll erwähnt sein, dass 2004 die Fahrt wieder einmal in den Schwarzwald nach Pappenhöfe ging. Zum Weihnachtskonzert hatten wir Gäste aus der Ukraine, das Ensemble Lubistock, welches unser Publikum fasziniert, und beim gemeinsamen Ausklang im Haus Lauterbach gab es noch eine kleine Zugabe. Es ist müßig zu erwähnen, dass die Verpflichtung des Ensembles auf Michael Schliefer zurückging. 2006 bekamen wir eine Einladung vom Fußballverein Mittelrhein zur Einweihung der neu umgebauten Sportschule Hennef. Und weil das so gut geklappt hat, war der Chor zur Gestaltung eines vorweihnachtlichen Konzertes des Verbandes in der Sportschule Hennef eingeladen. Die Verantwortlichen bekundeten ihre vollste Zufriedenheit mit den gezeigten Leistungen, und ich muss sagen, Chorleiter und Vorsitzende, wie auch die Sänger, waren es auch. 2007 war wieder ein gutes Jahr für unseren Chor, wobei das kirchliche Weihnachtskonzert in der Klosterkirche sicherlich wieder einen Höhepunkt darstellte und uns bestärkte, aufgrund der großen Publikumsresonanz dieses Konzert auch in der Zukunft zu veranstalten. So hatte der Chor im Jahre 2010 das Ensemble Lubistock zu Gast und beim Weihnachtskonzert, was die Presse zu der Überschrift veranlasste,
Ukraine und Gölle in einem Konzert. Ab dem Jahre 2011 ist am Samstag vor dem Brunnenfest der vom Hennerkopf veranstaltete Kölsche Abend ein fester Bestandteil der Festivitäten in Böllinghofen, der gerne von den Böllinghofenern angenommen wird und auch viele auswärtige Besucher anlockt. Seit 1973 finden regelmäßig die Schlosskonzerte statt, seit 1976 Brunnenfeste, Weihnachtskonzerte, seit 1999 und seit einigen Jahren besucht der Chor auch regelmäßig in der Vorweihnachtszeit das Altenheim Barhof zum Adventssingen und gestaltet im Anschluss daran den Gottesdienst in unserer Kirche. All diese Veranstaltungen sind untrennbar mit dem Namen Michael Schlieffer verbunden, der durch seinen unermüdlichen Einsatz seine Sänger immer wieder zu neuen Herausforderungen bewegt hat. Er war sich nie zu schade, um Spenden für den Chor zu bitten, ohne die der Chor auf Dauer nicht lebensfähig gewesen wäre. Auch seine guten Kontakte zu vielen Geschäftsleuten haben dem Chor finanziellen Nutzen gebracht, in Bezug auf die Inserate in unseren Festschriften und Konzertprogrammheften. Das waren einige Blickpunkte bezogen auf den Männerchor. Michael Schlieffer hat darüber hinaus jedoch noch einige andere Aktivitäten vorzuweisen. Er war zum Beispiel für unseren Ort von 1964 bis 1969 im Rat der damaligen Gemeinde Spieldorf und ab 1969 bis 1989 im Rat der Stadt St. Augustin tätig. Seit 1968 war er ehrenamtlich in den Gremien des Wasserbeschaffungsverbandes Thomasberg und ab 2003 dessen Vorsteher. Ebenfalls war er von 1977 bis 1999 im Aufsichtsrat der Volksbank Kronrhein-Sieg und viele Jahre dort stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Der Ort Böllinghofen und seine Vereine haben ihm viel zu verdanken. Er ist es auch, der die Geschichte unseres Ortes und des Schlosses in mehreren Büchern und Festschriften beschrieben hat. Lieber Michel, im Namen des Chores möchte ich dir zu deinem Jubiläum ganz herzlich gratulieren und dir für deine geleistete Arbeit in all den Jahren danken. Ich freue mich persönlich darüber, dass ich mit dir seit 55 Jahren zusammen singen durfte und dir seit fast 20 Jahren als zweiter Vorsitzender zur Seite stehe und ich in deinem Bemühen, in deinem Chor unterstützen konnte. Thank you.
Ich nutze Ihnen, Herr Göbel, vom Chorverband Rhein-Sieg. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das habe ich mir vorbereitet in vier Reihen. Denn wenn ich mir was Schriftliches vorbereite, dann verheddere ich mich. Das hat gar keinen Sinn. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Sänger des NGV Birlinghofen, verehrter Herr Chorleiter Wolfgang Kastorf, liebe Gäste. Der Vorsitzende des Chorverbandes Rhein-Sieg ist heute leider verhindert und hat mich gebeten, ihn hier zu vertreten und die Ehrung für Michael Schliefer vorzunehmen. Das mache ich gerne. Ich kenne Michael Schliefer aus der Zusammenarbeit in den Vorstandssitzungen des Kreischorverbandes. Ich sage auch gleich noch ein Wörtchen dazu, wie ich ihn da erlebt habe. Das deckt sich vollkommen mit dem, was ich bisher gehört habe und was ich gesehen habe. Die Presse, die schrieb, das heißt, ich las in der Presse, für die meisten von uns ist es unvorstellbar. Und so weiter und so weiter. Dann bezog sie sich auf die beiden Aufgaben, einmal das Singen und zum anderen die Vorstandsarbeit und die Aktivitäten. Zum Beispiel 70 Jahre Singen und 50 Jahre Vorstandsvorsitzender seines Chores. Unvorstellbar, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich das vorstellt hat und sich jemals mit sowas beschäftigt hat. Also ich habe mich dann gefragt, ist das unvorstellbar? Und ich bin zweigeteilt. Nachdem ich in diese bewegte Zeit von Michael Schliefer reingeguckt habe, habe ich gesagt, natürlich ist das vorstellbar. Das wäre eine Schande, wenn es das nicht gegeben hätte. Ich gucke woanders hin, da denke ich mir, das muss nicht sein. Das sagen ja auch Betroffene selber. Aber wir haben eben gehört, was alles in dieser Zeit passiert ist. Michael, als du in den Chor eingetreten bist im Mai, ich habe immer gedacht, da steht nirgends der Tag. Kannst du mir das sagen, an welchem Tag das war? Der wievielte Mai war das? 17. Mai. Ja, da war ich schon geboren. Ich bin am 8. Mai geboren in diesem Jahr. Und dann habe ich gedacht, dieser Mensch hat eine Chance und tritt in einen Chor rein, in eine Gemeinschaft, für die er lebt, für die er schwärmt. Wahrgenommen hast du ihn bei einer Hochzeit, habe ich gelesen. Ich bin indessen in meinem Dorf mit einem Karton durchs Dorf gegangen, hatte einen Knüppel in der Hand, so einen Schanzenknüppel, wie man das früher hatte, und habe meine Musik gemacht. Es gab keinen Chor, es gab niemanden, der meine Musikalität oder mein Interesse an Rhythmus, an Musik beantwortet hätte und mich irgendwo mitgenommen hätte. Ein Glücksfall für dich und, wie wir nachher gehört haben, ein Glücksfall für uns alle. Wunderbar, wie sich die Zeiten und die Situationen entwickeln und was daraus entsteht. Ich bin aber dann später ebenfalls zum Singen gekommen und dafür bin ich auch dankbar. Und so haben wir uns ja auch in der Arbeit kennengelernt. All das, was vorhin genannt wurde, das macht mir deutlich, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der straight ist, der einfach etwas vorhat und seinen Weg geht. Man könnte sagen, ein Schlitzohr. Sowas gelingt ja nicht jedem, der immer auf alles achtet und überall fragt, sondern es gelingt denen, die einfach machen, die einfach tun und die von sich selbst überzeugt sind und diese Überzeugung an andere weitergeben können, von denen sie unterstützt werden. Das ist das, was ich aus diesen Ereignissen herausnehme und da habe ich riesen Respekt vor. Und all das, was dann geschildert wurde, war natürlich auch für die Sänger einfach eine Motivation, in diesem Chor dabei zu sein. Ich sehe, erlebe das ja, wie das in der Chorlandschaft aussieht. Und ich habe auch nirgends gelesen, dass geklagt wurde. Im Gegenteil, man hat ja in den 70er Jahren schon gesagt, wir nennen uns nicht, ich weiß nicht mehr, wie der Name jetzt war, ist ja ein Fall, Eintracht. Da kriege ich heute viele Chöre nicht überzeugt, vielleicht mal über eine Namensänderung nachzudenken. Michael Schliefer hat das in den 70er Jahren gemacht. Leute, wie viel Glück hattet ihr mit diesem Vorsitzenden? Also das kann man einfach nur unterstreichen. Und das, denke ich, um die Frage der Presse nochmal zu nehmen, lässt mich heute bejahen zu sagen, können Sie sich das vorstellen, dass jemand 50 Jahre Vorsitzender macht? Ja, ich kann es mir vorstellen.
und ich sehe auch, dass es durchaus eine legitimierte, eine aktive, eine ganz sinnvolle Geschichte ist, so lange dieses Ruder zu haben, solange Gesundheit und das Wohlwollen da mitspielen. Das war ein Riesenereignis und dazu beglückwünsche ich nicht nur Michael Schliefer, sondern auch den Chor und den Chorleiter von ganzem Herzen. Für uns war es dann die Aufgabe, eine Ehrung vorzunehmen für 50 Jahre Vorstandstätigkeit. Geehrt für 70 Jahre Singen ist er im Dezember. Und ich gucke in der Ehrungsordnung, wie kann das sein? Da steht das gar nicht drin. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Tja, dann haben wir überlegt, und wahrscheinlich werden wir es jetzt nach Duisburg tragen und sagen, guck, dass das geändert wird, oder nach Berlin, ja, im Deutschen Chorverband. Es gibt in der Tat eine Initiative und es gibt aus dieser Initiative heraus auch eine Ehrungsform. Das ist in diesem Falle eine Nadel mit Brillant. Ich bitte die Presse, nachher ganz nah ranzugehen. Der Brillant ist relativ klein. Aber er ist echt, er ist so echt, wie Michael Schliefer echt ist. In der Zusammenarbeit mit ihm, das wird sicherlich die ehemalige Frau Vorsitzende bestätigen können, habe ich ihn nie empfunden, dass er gesagt hat, geht mit, das haben wir noch nie getan. Nee, wir sollen das tun. Nein, er war ein Mensch, der die Dinge aufgegriffen hat, der zugehört hat, wenn Ideen kamen. Er war einer, der ermutigen konnte, der unterstützen konnte. Und das habe ich genossen. Das sind Dinge, die ich auch übernehmen möchte und auch gerne übernehme von Menschen, die mir in dieser Beziehung ein Vorbild sind. Und Michael Schliefer ist ein Vorbild für mich. Dass er durch seine vielen Beziehungen, die er hatte, die er auch politisch bedingt hatte, das macht ja nur sinnvoll, dass man die dann auch ausnutzt, dass man die auch einsetzt für diesen Chor. Ich wünsche mir heute, dass viele Menschen, die noch aktiv sind, noch jünger sind als du, einfach hingehen und ihre Kontakte, ihre Möglichkeiten einsetzen. Aber das schlägt an manchen Ecken etwas ein. Das müssen wir wachrütteln. Und deswegen sind die Beispiele, die Michael Schliefer hier gezeigt hat, durch den Vortrag, den wir gehört haben, wichtig, dass man darüber spricht, dass darüber gesprochen wird. Und wichtig ist auch, dass er ein Glück hatte, diese Arbeit machen zu dürfen und deswegen auch von uns aus, vom Chorverband aus, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Und so schreibt die Urkunde. In dankbarer Anerkennung für 50 Jahre Tätigkeit als erster Vorsitzender im Männerchor 1872 Berlinghofen e.V. und der damit erworbenen Verdienste wird der Sangesfreund Michael Schliefer mit der echt goldenen Ehrennadel mit Brillant des Chorverbandes NRW e.V. ausgezeichnet. Dortmund, 24. Februar 2018, der Bundesvorstand Regina van Winter. Präsident, das ist deine Urkunde. Michael, wenn du dann den kurzen Weg zu mir auf dich nehmen möchtest. Charlie, darf ich dich dazu bitten? Es gibt nämlich aus Initiative des Chorverbandes einen Sieg, einen Blumenstrauß, der die ganze Laudatio noch etwas verkompliziert und sonst das hinsteckt. Das gibst du weiter. Das ist deine Urkunde.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vorstandssitzungen und was mich an ihm immer fasziniert hat, ist eben diese Gradlinigkeit, und so Vorstandssitzungen dehnen sich auch manchmal, diese Wille weiß es ja auch, und er hat immer ein Wort dafür. Es reicht jetzt, ich bin fort. Schön zusammen. Wir haben es eben gehört, es gibt es wahrscheinlich in ganz Deutschland.
Deutschland nicht, aber vor allem im Rhein-Sieg-Kreis nicht und den vertrete ich heute. Und insofern ist das schon etwas ganz Besonderes, jemanden zu haben, der 50 Jahre einen Vorsitz in einem Verein übernimmt und dazu nicht nur Respekt und Anerkennung, sondern auch ein großes Lob und auch sehr, sehr viel Dank. Bis zum nächsten Mal. Ganz zu Beginn hat der Chor zwei Lieder gesungen, auf die möchte ich mich ganz kurz beziehen. Zunächst, das erste Lied hieß Heimat du. Und ich glaube, Sie sind nicht nur ein Stück Heimat des Chores, sondern Sie haben auch dem Chor ein Stück Heimat gegeben, der über so viele Jahre die Fäden in der Hand hält und der gute Geist von allem ist, ob es mal Schwierigkeiten gibt, ob es gut läuft. Das ist schon etwas, was sich fest einprägt, die Familie, die Chorfamilie zusammenschweißt und damit auch ein Stück Heimat gibt, sodass die Sänger jede Woche zur Probe gerne kommen, sich austauschen, vielleicht Sorgen miteinander teilen, Freude miteinander teilen, so wie wir das auch in den Werdegang gehört haben. Also, sie sind ein Stück Heimat des Chores und sie geben ein Stück Heimat. Und dies zunächst mal. Das zweite Lied hieß Möge die Straße uns zusammenführen. Ein irisches Segenslied, was genau das auch widerspiegelt, was Sie über diese vielen Jahre, diese 50 Jahre geleistet haben. Sie haben viele Straßen zusammengeführt. Straßen, die vielleicht leicht waren zu gehen, andere Straßen, die schwierig waren, immer wieder neue Wege, um den Chor attraktiv zu halten, um den Chor nach vorne zu bringen, um neue Freundschaften zu entdecken. Ja, Sie haben auch weite Wege gemacht, ins Umland, in andere Länder, in Regionen. Und damit waren sie auch völkerverbindend. Musik ist sowieso völkerverbindend, aber wenn ein Chor dahinter steht, dann tut er das erst recht. Also insoweit haben sie auch hier Straßen zu einer Heimat geführt. Die Straßen in Deutschland zusammen, aber auch weit darüber hinaus. Und auch das erfordert Respekt und Anerkennung. Und gerade in der heutigen Zeit, in dieser sehr schnelllebigen Zeit, wo man selten einen ruhenden Pol findet, und auch selten diese Gemeinschaften noch findet, wie diese hier. Das ist Ihr Verdienst, dass der Chor so lange jetzt schon weiter besteht, dass Sie über 70 Jahre mitgesungen haben. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass Ihnen das Freude gemacht hat, dass Sie für die Musik und für den Chor leben. Aber noch einmal, durch Ihren Vorsitz über 50 Jahre haben Sie das Ganze auch zusammengeschweißt. Und so bleibt mir nur zu sagen, nochmals Dankeschön, Respekt, alles, alles Gute dem Chor und Ihnen weiterhin. Und ich denke, die 4 Jahre bis zum 150-jährigen Bestehen des Chores, die werden Sie dann auch noch schaffen als Vorsitzender. Sie lächeln, das sehe ich als Zustimmung. Insofern alles Gute, Dankeschön für diese Leistung und Respekt des gesamten Rhein-Sieg-Kreises. Dankeschön. Bevor wir unser Schlusslied singen, möchte Herr Ehler noch einige Worte an den Schäfer richten. Vielen Dank, Herr Lenz. Lieber Herr Schäfer, sehr geehrte Frau Kunert, sehr geehrte Frau Borowski, meine sehr verehrten Herren Sänger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe die Ehre, heute für die Stadt St. Augustin hier stehen und sprechen zu dürfen. Und darf natürlich zuallererst den Gruß und den Glückwunsch vom Bürgermeister Klaus Schumacher und unserem neuen Kulturdezernenten Herrn Doan überbringen, die auch sehr gerne gekommen wären. Sie waren heute verhindert, das ist mein Glück, dann darf ich zu Ihnen sprechen, lieber Herr Schäfer. Meine Damen und Herren, lieber Herr Schäfer, wenn sich etwas zum 50. Mal jährt, ist es ein Grund zu großer Freude und auch zum Feiern. Der klassische Fall im Leben eines Menschen ist der 50. Geburtstag. Nicht mehr ganz so häufig ist es zum Beispiel eine goldene Hochzeit feiern zu dürfen. Und wir haben es gehört heute, ich glaube 50 Jahre Vereinsvorsitz ist ein Superlativ, den kaum jemand vor Ihnen erreicht hat. Und ich habe mir mal überlegt, wie viele 100 Stunden werden das bedeuten, wenn man im Jahr, weiß ich nicht, 100, 200 Stunden rechnet mal 50. Also auch diese Zeit, die Sie investiert haben in diesen Chor, das ist einfach Wahnsinn und also einfach, ich denke,
da ist mir zu unglaublich großem Dank verpflichtet. Aber Sie sind nicht nur mit in Ihrem Wirken und für den Männerchor, mit dem Männerchor seit vielen Jahren eine großartige Bereicherung für das Kulturleben der Stadt St. Augustin. Ich habe mal überlegt, 1968 sind Sie Vorsitzender geworden. Erst 1969 haben Sie die Birlinghofener dafür ausgesprochen, zu St. Augustin zu gehören. Also vielleicht war das auch mit dem Grund für die Stadt zu sagen, wer so einen tollen Chor hat, dann bauen wir den ganzen Stadtteil dazu. Seit 1969 bereichern Sie das mit dem Männerchor, das Kulturleben der Stadt St. Augustin, nicht nur der Stadt St. Augustin, wir haben es gehört, des ganzen Kreises, der Region und darüber hinaus. Das ist nicht nur das Kulturleben, was eine Rolle spielt, das soziale Leben, die Chorfahrten, das Miteinander im Chor. Sie haben einige Schmuckstücke geschaffen für die Stadt St. Augustin, nicht zuletzt dank der großzügigen Spende des Männerchores ist die Parkanlage entstanden, die wunderschön ist. Ich komme immer gerne zum Brunnenfest oder auch zum Bürgerfest. Das ist, glaube ich, einfach eine wunderschöne Veranstaltung für die Stadt jedes Mal. Das Haus Lauterbach ist nicht zuletzt auch dank Ihres tollen Wirkens entstanden. Auch das Haus Lauterbach ist aus meiner Sicht ein wundervolles Begegnungsstätte und Bürgerhaus. Und das führen Sie seit einigen Jahren auch als Männerchor. Auch das ist für die Stadt eine wirklich großartige Sache für das Leben der Bürger. Es ist schon angeklungen, Sie haben darüber hinaus noch viele, viele weitere sich engagiert für das Stadtleben. Sie waren im Gemeinderat, später im Stadtrat, Ausschussvorsitzender, Aufsichtsratschef oder Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg und so weiter und so weiter. Wir kennen uns seit einigen Jahren, Sie sind auch neben Ihren vielen Funktionen immer noch sehr aktives Mitglied im Arbeitskreis Stadtgeschichte des Stadtarchivs, das auch zu unserem Kulturamt zählt. Also man könnte, glaube ich, noch stundenlang weitererzählen und am Ende läuft es nur darauf hinaus zu sagen, danke für Ihre Lebensleistung im Namen der Stadt St. Augustin. Und zu einer Feier möchte man natürlich nicht mit leeren Händen kommen, deswegen würde ich Sie jetzt einmal zu mir bitten, lieber Herr Schäfer. Ich möchte Ihnen nämlich das ist eigentlich dem Bürgermeister vorbehalten, aber heute habe ich die Freude und Ehre. Ich möchte Ihnen die Medaille, den St. Augustin-Taler der Stadt St. Augustin verleihen für Ihre vielen, vielen Verdienste für den Männerchor, für das politische Leben der Stadt. Herzlichen Dank und alles Gute. Meine Damen und Herren, damit ist der offizielle Teil der Veranstaltung beendet. Wir möchten uns bei allen Beteiligten bedanken und ganz besonders aber bei den Vorstandskollegen, die für die Organisation hier zuständig waren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte mich ganz herzlich bei Chor bedanken für die viele Arbeit, die hier zu machen war. Ich darf mich ganz herzlich beim Chor bedanken, vor allem dem Vorstand, der dieses alles organisieren musste. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie hier waren und natürlich noch eine schöne Stunde da draußen. Da gibt es auch was zu essen und auch was zu trinken, damit es dann endlich mal wieder satt wird. Thank you.
Und alles Gute.